Mein Wukong scheint irgendwas am Hals zu haben. Ja, willkommen zurück zu Warframe. Ich bin Dijan, hallo. Und Ike ist auch wieder dabei. Hi. Hi. Ja, warum, wo guckt mein Wukong die ganze Zeit hin? Ja, eigentlich haben wir die ganze, das ist, eigentlich haben wir diese ganzen Boss-Rush-Geschichten ja eigentlich schon durchgehabt, nicht wahr, Ike? Ja, gut. Ja, wir hätten es natürlich, noch durch, ein bisschen strecken können. Also jetzt nicht große YouTuber-mäßig auf 10 Minuten strecken, sondern halt im Sinne von für jeden einzelnen Boss, aber da wir ja eh große, starke Warframer-Spieler sind, oder Warframes haben in dem Fall. Wir hätten das eigentlich in zwei Parts durchkloppen können, wenn wir einfach nicht so lange gelabert hätten. Das wäre auch ein ziemlich langes Video geworden, wenn wir einfach nur straight ohne groß viel Laber, okay, wir gehen jetzt dahin, wir töten jetzt den und den nach einer Reihe und so weiter und so fort, ja. Okay, aber wir haben uns dann überlegt, nö, da waren ja doch noch was wir auch noch zeigen können. In gewisser Weise ja, genau. Bosse. Ja. Nämlich die... Das Geburtstagstrio. Sanuka-Jäger ziehen wir jetzt komplett ab, weil es ist Sanuka-Jäger. Das ist wie Sanuka, nur ein bisschen anders. Ja. Man könnte allenfalls die Mission zeigen, die man machen muss, wenn man von Sanuka gefangen wurde. Ja, das Ghost-Truck-Trio. Ja, nicht verwechseln. Ja, wir kümmern uns um das Geburtstagstrio. Ja. Nicht drüber wundern, wenn man die sieht. Ich habe das zuerst ausgedacht. Nein, das sind keine Aliens. Nein, es sind eigentlich nur Grenier-Soldaten, die nur Masken tragen, die so aussehen, als ob. Die ein bisschen irre geworden sind. Ja, wegen den ganzen Klongeschichten. Ja, Mutation habe ich gelesen auf dem Wiki. Ja. Und normalerweise tauchen sie auf, wenn man 5 Korpusmissionen macht und deswegen die Gruppiere, das ist im Casino, Quatsch. Nein, Grenier sind dann halt sauer auf einen, wenn man halt 5 Missionen gemacht hat für die Korpus und dann kriegt man halt diese Konsequenzen und dann kann die Chance sein, dass sie halt auftreten. Aber wir haben uns jetzt stattdessen, wie ihr jetzt gesehen habt, kurzzeitig, haben wir uns bei Barokutir halt so einen Köder gekauft. Zack. Ja. Ja, kann man sie auch mit Dreck rufen. Genau. Ja. Man muss eigentlich keine groß. Muss man eigentlich groß Angst haben vor denen? Ungefärbt. Ja, ein bisschen ungefärbt. Muss man eigentlich vor als denen Angst Anfänger haben? Als Anfänger muss man Angst als Anfänger vor denen schon. Haben, weil die einen ganz böse auf die Schnauze hauen können. Denn die eine von den dreien. Sind es drei? Ich glaube, drei waren es, ne? Gustav 3. Gustav, ja, genau, deswegen ist es auch drei. Wirft nämlich gar nicht Fallen werfen. Und was ist das Besondere, wenn sie einen besiegt haben, Eike? Du kriegst eine Ascaris-Verpass, bitte. Du 15% weniger Schaden gegen Grenier ausrichtest. Bam. Ja, es ist eigentlich so ähnlich wie der Bolzen, den Captain War einen verpasst, wenn man das Spiel angefangen hat. Ja. Dann ruf sie mal. Ja, dann rufe ich sie mal. So. Köder Krustaktrio. Lockt das Krustaktrio aus seinem Versteck. Na, falls ihr das lesen könnt. Ja. Ich glaube, ich sollte die nächsten Warframe-Folgen ja jetzt mal in einer anderen, höheren Auflösung hochladen. OBS mit 1080p läuft nicht. Nee? Ja, genau, das macht dann Tenno, wenn... Quatsch, Tenno. Lotus. Warte. Ja, wo sind sie? Ach, geh weg. Achso, 2 aktivieren natürlich, ein Wukong, ganz wichtig. Was? Wie, es wurde... was? Wie, warte, es wurde... Du hast einen mit der Heck weggeholt und ich habe beide mit den 2 Schüssen aus der Tigris weggeholt. Upsi. Oh, dafür haben wir einen Bracklauf bekommen. Das lassen Sie sich nochmal nicht verfallen. Wobei, die Brack ist eigentlich nicht so geil. Ja, denn wenn ihr schon ein bisschen die weiter... Die ist geil. Ja, denn wenn ihr schon nicht ein bisschen weiter im Spiel seid, dann sind die Grenier... Ja, sind eigentlich genau wie Greniere, die Gustav-Trio. Das Einzige ist eben der Unterschied, dass sie in zu dritt auftreten und dass der eine Fallen legt und dass sie einen halt diesen Bolzen verpassen können. Und dass dann die Mission vorbei ist, wenn man dann stirbt. Natürlich. Also man kann nicht wiederbeleben. Außerdem haben sie die seltsame, haben sie die unangenehme Eigenschaft, dass sie sehr starke und gute Rüstung haben. Ja, aber mit Virus und Strahlung ist das eigentlich machbar. Wobei, ich glaube, Virus ist gegen die Rüstung und Strahlung, nee, umgekehrt. Ich glaube, Virus ist gegen das Fleisch, also Inneren und... Virus halbiert das Leben. Ja. Und Strahlung ist gegen ihre Rüstung. Strahlung als Bock verwirrt den Gegner und sorgt dafür, dass er angegriffen wird und seine Kameraden angreift. Ja.
Sehr praktisch, vor allem den großen Gegner drum. Naja. Tja, wenn man jetzt eine Projektion viermal einpackt, die Gegner keine Rüstung haben, ist das äußerst lustig, weil die sich dann gegenseitig zerschießen. Ja. Ja, also das Großteil hier bis auf diese speziellen Fähigkeiten eigentlich genauso zu behandeln wie normale, naja, nicht normale, was haben wir, aber stärkere Greniereinheiten. Die waren ja auch mal ehemalige Greniere, obwohl die sind immer noch Greniere. Sind halt nur ein bisschen durchgeknallt und haben dabei, wie es ihre, was habe ich da gelesen, ihre ganze Einheit gekillt in ihren Transporter, in ihren Truppentransporter. Weil sie meinten, die wären nicht stark genug, nein, die hätten nicht den Killerinstinkt, sozusagen. Haben sie gemeint. Da oben ist noch einer. Wo ist noch einer? Da hinten und parkiert. Wie? Ich dachte, was haben wir? Waren das nur zwei? Vielleicht haben wir Glück und er lässt einen den seltenen Mod fallen. Ja. Das Großtag-Trio lässt doch auch mal seltene Mods fallen wie, wie hieß er nochmal? Lebenskraft? Nein, irgendwas mit Natur. Naturtalent. Naturtalent, genau. Passiert halt nicht so oft, ja. Und wenn ihr halt nicht gerade so einen Köder gekauft habt, für wie viel war es nochmal? Wie viel? 200, 300 Dukaten. Ja, genau. Und nochmal ein bisschen Credits. Aber Credits ist ja keine große Sache eigentlich in dem Spiel. Credits kriegt man ja praktisch hinterhergeworfen. Außer man haut jetzt richtig hier raus mit Mods verbessern und so weiter. Dann kann es natürlich ein bisschen wenig werden. Aber ja, dann müsst ihr nicht 5 Missionen gegen Korpus machen. Invasionsmissionen. Und dann hoffen, dass die vielleicht mal kommen. Wobei als Anfänger ist natürlich hoffen eine andere Sache. Ach, da bist du. Die kommen, wenn man Korpus-Invasion macht, dann kriegt man einen Brief von Wayhack. Mhm. Und wenn man dann eine Greenier-Mission macht, dann kommen die. Ja. Warte mal, bin ich jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen? Ach so, wegen den einen Bossen. Ah, okay. Gegner. Dejan muss rülpsen. Ja, ich muss es unterdrücken. Peinlich, peinlich, peinlich. Naja, bald irgendwann sind wir große YouTuber, nicht wahr, Eike? Dann können wir uns auch auf gemieteten Yachten mit unseren Groupies abfeiern. Ja, mit unseren 13-jährigen Groupies und die erstmal über den Pisser reißen. Pfui, Eike, ganz groß, pfui. Ja. Und dann müssen Die haben das gemacht! Dann stelle ich mir das dann vor, wie wir so eine Party machen und dann einer da was verschüttet, dann so, ey, Dicker, ey, pass auf, das gehört uns doch nicht, ey. Wir müssen heute Abend das wieder zurückgeben. So. Die Yacht, ey. Okay. Brack. Eike, wie ist die Brack? Nett. Nett. Ist eine Handfeuerpistole, wenn ich richtig irre. Kann ich ja gleich mal zeigen. Hast du nicht noch zufälligerweise noch einen Großtag-Trio-Köder? Nee. Mist. Warum? Na ja, kann ich nochmal in Detail zeigen, weil das war aber irgendwie ein bisschen kurz. Dann müssten wir mit Ivara ankommen und uns unsichtbar machen und neben die stellen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht habt ihr ja eine Entfernung da stehen sehen. Ich dachte, die sahen für mich ganz normal wie ganz normale Greniere aus. Peinlich. Na gut, warte mal, dann zeige ich nochmal kurz die Brack im Codex für euch. Das Großtag-Trio habe ich im Codex irgendwie, finde ich irgendwie nicht. Und nach was muss man da suchen? Großtrack? Brack. Nach Typen, die einen Namen haben. Ja. Einfach, toll, aber kraftvoll. Die halbautomatische Brack Handfeuerwaffe bietet einen ordentlichen Bums in einer kleinen Verpackung. Voll der Sexwitz. Einschlag. Ja. Halbautomatisch. 10% Statuschance. 50% Crit-Chance. Und es sieht aus wie ein ausgefallenes Sexspielzeug. Naja, nicht ganz. Ja. Ist eine okay Pistole, oder? Nein, die ist gut. Ist gut. Besser als die Knarre von Captain War. Diese. Am besten gefällt mir Executor Durnam. Durnam. Wisst ihr, warum ich den mag? Durnam. Durnam. Oder Duraham, Duranam, Durnam. Der ist deswegen toll, weil er eine Zwillingsheck benutzt. Er benutzt zwei Heck. No, Twin Heck. Das ist auch okay. Das, ja, das kriegt man als, haben wir als Spieler nicht. Wir kriegen nur eine. Ja, das wäre aber voll geil. Eine Zwillingsheck. Einfach so. Dann haut man ja alles weg. Der Kuvana, Igitt. Wir haben einen Codex-Eintrag bekommen. Ah, da ist ein aus dem Großtag-Trio hier. Habe ich gerade entdeckt. Ach, so sehen sie aus. Schicktal. Ja, empfindlich gegen. Ja, sieht es hier nochmal. Habe ich auch im Wiki so gesehen. Dejan. Gegen. Dejan. Ja. Gib mal in die Suche Kuva ein. Kuva? Die Kuva-Soldaten? Ja, warte, ihr habt das wahrscheinlich schon gelesen. Man kann Kuva scannen.
Wie Kuva? Du meinst den, das, was man auf kann dich den Nebel. Man kann das den Nebel scannen und fangen. Man muss den 50 Mal scannen. Und die ganze Zeit. Unter Fraktion? So, Kuva? Kuva. Kuva? Ah, da ist der. Meinst du, der neu? Wow, 50 Mal muss man den scannen? Muss den Zypher noch 20 Mal scannen, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Aber was ist der Kuva? Hey, Girl, hey, da! Ja, die Dicken. Ja, ja. Yeah. So machen die mal. Ach, du meinst die, die Dicken, die Kuva-Garde, die Dicken. Ach, die Dicken, Steinzeitalter. Steinzeit Venusse mit ihren kleinen mit ihren Stelzenbeinen und ihren Speeren, die man weghauen muss als Tenno. Mhm. Ah ja, ja. Der Kuvanat, ich habe den Kuvanat noch nicht oft genug gescannt. Der scheint sich guck dir mal den Kuvanat an. Kuvanat? Ich glaube, der wird mit Drogen vollgepumpt oder sowas. Kuvanat. Ach, der Narr. Der weiße. Der kleine Öl. Geht, guck mal, der wird mit Drogen vollgepumpt oder sowas. Ja, da sind ganz viele kleine Fiolen dran. Injektionsspritzen. Ja. Sieht ein bisschen krebsig aus. Oder? Und die Hiekka-Meisterin sieht aus wie so eine Sanomaso-Tuse. Waren die Grenier nicht ursprünglich auch mal Menschen? Sind Menschen. Ja. Also Klone von Menschen. Aber was Klonen ist denn das hier? Von Klonen, von Klonen. Was denn? Klein, agil, springen auf ihre Beute. Also wie der Jockey aus Left 4 Dead 2. Und den ich Fall hab die noch nicht 20 Mal gescannt. Science-Fiction-haft. Muss ja, ich jedes Mal mitnehmen. Ja, ich muss den auch nochmal 14 Mal scannen. Und ich muss noch 48 Mal das Kuva scannen. Aber so oft treten die auch nicht auf, oder? Wenn ich mich nicht erinnere, so oft hat man die nicht gesehen, diese Nahen. Ich kann mich nicht erinnern, auch oft wie diese kleinen weißen Zwerge gesehen zu haben. Hm. Ja, die sitzen immer auf den Dicken drauf. Muss man mal scannen. Ja, ich muss auch in der Menge von den Kuvas jetzt noch scannen. Hier die Spione. Spione zum Beispiel und die Meister. Oder was ist das da? Ein Dargin. Dargin? Ach, das sind hier die. Wird nicht gar nicht richtig dargestellt. Das sind doch hier diese Arkwing-Dinger, die da rumfliegen, die man wegballern kann vom Mond aus. Von der Station aus. Raketen verfolgen das Ziel und verursachen hohen Schaden. Ja, das sind doch diese Arkwing-Dinger. Muss man auch nur 5-mal scannen. Okay. Ja, fehlt noch eine Menge. Tja. Aber da Eike ja morgen früh wieder arbeiten muss, werden wir wohl jetzt keine Kuva-Mission machen, oder? Warum nicht? Dauert doch nicht lange. Okay, aber das machen wir offscreen. Also nicht mit Aufnahmen. Warum offscreen? Ja, wir sind doch schon bei 15. Dauert doch nicht lange. Ach, wir sind doch bei 15 Minuten gleich. Ich weiß nicht. Sollen wir oder sollen wir nicht? Machen wir einfach. Dann sollte ich aber meinen neuen Cupboard wegpacken, weil der ist erst Level 9. Dann nehmen wir doch lieber den Helios mit, dann scannt er die gleich automatisch. Oh, will ich auch mal machen. Ja. Hat er was dabei? Ein Aufspürer, Vakuum, Zielempfänger. Helios ist doch der Scan-Warframe, der Scan-Begleiter, oder? Doch. Ja, das ist er. Okay, hat Wu-Clock dabei. Passt. Nein, gib ihm den Dekonstruktor. Dekonstruktor. So. Was sagt mein Auge? Da, Dekonstruktor. So. Gut. Ach ja, übrigens hier, ich habe ein bisschen hier Geld rausgeschmissen hier und ein paar Dekos hingepackt, ne? Schick, ne? Ganz hübsch. Ich find's witzig. Weißt du, Eike, dass diese ganzen Bilder, die man sich für diese Rahmen aussuchen kann, eigentlich keiner reinpasst? Kein Bild reinpasst? Ernsthaft? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will immer ein Bild reinmachen, aber die passen gar nicht rein in den Rahmen. Man sieht immer nur so einen Ausschnitt hier machen. Aber die kompletten Bilder passen nicht rein. Wie zum Beispiel in den Panoramarahmen, die ich hier gemacht habe. Da passt immer nur so ein kleiner Ausschnitt, weil die ganzen Bilder passen gar nicht rein. Komplett. Merkwürdigerweise. Na gut, los, machen wir schnell eine Kuva-Mission und dann machen wir wieder, was weiß ich, Enter the Gungeon und kriegen dann wieder Superwaffen, die dann in der Ausnahme niemand sehen kann. BSG. Big Shooty Gun. Tja, hätte ich mich nicht so oft treffen lassen in der zweiten Ebene, hätte ich den zweiten Boss damit auch weghauen können. Naja. Blöd, Mann. Blöd, da kriegt man aber die beste Waffe im Spiel. Naja. Aber dafür haben wir ja ein paar neue Waffen ja freigeschaltet in der neuesten Mission, nicht wahr? In der neuesten Aufnahme. Gut, wähl aus, Eike, wähl aus. Ich bleib natürlich wieder bei
Standard Wukong, weil der steht ja wieder auf, wenn man die 2 aktiviert hat und so weiter. Ja, ich weiß, das ist simpel, aber den Kai gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher. Ich bin versucht, die Kuva-Flut zu machen. Ja, okay. Los, Maike, wähl aus. Du weißt, was welche beste Mission ist. Da. Ich habe den Fail gemacht. Du hast einen Fail gemacht? Ja. Gut, Kuva-Siphon. Sind Sie der mit den Siphon? Mein Siphon tropft. Dem Mittelstand ging's noch nie so schlecht wie heute. Mir fehlt eine Muffe! Und ich krieg Muffensausen! Woran erkennt man den einen Azubi, weil ein Handwerker ist, er meistens nur das Mund offen stehen hat? Das ist ein Schutzmechanismus, dass man sieht, dass er noch lebt oder atmet. Genau. Guck mal, meiner sieht aus wie so ein Scanner von Krieg der Welten mit seinem Würfel da. Ach so. Ach, das meinst du, Krieg der Welten? Ha. Fällt mir ein, ich hab so diese Scandal. Ah, ja, das fällt mir ein. Ich habe letztens auf YouTube gesehen. Scan. Ich hab ja, scan. Ja, ich hab ja hier Next Kino aktiviert, Quatsch. Abonniert. Ja, ab und zu mal unter ihren ganzen Ramschfilmen auch mal ein paar gute bringen. Da kam ja letztens da dieser Film, den ich mal das erste Mal. Ah, Kevin Enyo, genau. Kevin Enyo Chantal. Ja, und die haben da letztens gesehen, dass sie den Film hochgeladen haben, den ich den Trailer zuerst auf der Hauptseite von Heavy Metal gesehen habe. Also nicht mehr die der Musik, sondern den Magazin. Also das Comic-Magazin von diesem Film. Oh, na toll, das ist ja ein ganz großer Traum. Ja. Oh, Skenta? Schön, aber zumindest ist das hier offen. Ja, die haben letztens Krieg der Welten hochgeladen, den neuen Zeichentrickfilm. Oh. Naja, ich neu, der ist schon etwas älter. Und das Besondere ist, dass er in derselben Zeit spielt wie das Originalbuch. Die Originalgeschichte von Krieg der Welten. Mach die Dicken platt! Ah. Stirbt ihr Mistviechers! Hab ich jetzt einen umgehauen? Warte. Ah, hol das! Scheiße! Du warst doch gar nicht im Tenno. Warte. Hail, Dechan! Ich kann leider nichts machen. Wenn die mich umhauen, dann muss ich einen Moment warten. Ja, ich bin doch durchgescannt. Wie war's nochmal? Erst wegschlagen, dann durchscannen. Warum macht der... Oh, ich hasse die Steuerung von Tenno. Warum? Oh, ich hasse dich. Na, ein Kuba haben wir leider verloren. Rumpelpumpel. Warum macht mein Tenno nicht diesen Dash nach vorne? Weil du dich nicht hinhockst und nicht hinguckst. Ich hock mich doch hin. Oh, ich hasse dich. Hast du jetzt fallen lassen? So. Stirb. Alter, wie lange braucht denn bitte schön der blöde Tenno, um einen Starkschuss aufzuladen? Furchtbar, ey. Und dann nerven auch diese ganzen Covers hier rumherum. Ah, Kurs. Das war wieder ein totales Chaos. Ah, jetzt kommt er von vorn. Aber wir wissen ja, Eike, da wo der Schlauch hin zeigt, da kommt er her. Da. Bam. Ja, Waco Hack mit Brock regelt. Ja, Helios ist sehr praktisch. Muss man nicht extra noch einen Scanner auswählen und erstmal so lange draufhalten auf die Gegner, während man von hinten weggeballert wird. Und hier kommt der nächste. Was zum Fuck? Was denn? Ich will diesen Hocker und den Dash nach vorne machen, aber mein Tenno kriegt den will nicht einfach nicht hinbekommen. Merkwürdig. Ja, und dann springen. Ja, ich will, mache ich ja, aber macht er nicht. Hast du auch genug Energie? Anscheinend hatte ich nicht genug Energie. Na. Naja, man sieht's ja in der Aufnahme. Herr Tietjan, ja. Masri 22. Ja, wenn du dich mit dem
Wenn du dich nicht mit der Mechanik auseinandersetzt und nur Void-Kloppen machst, dann. Oh. Ja, weil, ja, hätte ich mich mal ein bisschen mit der Steuerung von Tenno muss man ja auseinandersetzen. Das ist nicht ganz so. Tennos haben ja auch leider. Modeopfer. Ja, Tennos haben ja auch leider den Nachteil, dass sie nicht so ganz so flink sind wie die Warframes. Ja. Da muss man sich ein bisschen umdenken. Aber das hat man ja schon bei Second Dream gesehen. Wusch. Fenster zu, es zieht. Wie in der Szene von Reisender verrückten Raumschiff. Sir, bitte machen Sie die Zigarette aus. Wenn Sie bitte die Zigarette ausmachen, macht er das Fenster auf. Kennst du die Szene, Eike? Woher denn? Kennst du den Film nicht? Kennst du die Reise in einem verrückten Raumschiff? Was? Dem habe ich gerade mit Korrosion nackt gemacht. Nun, das war nicht im Bild. Schade. Weiß doch, Sex sells auf YouTube. Ja. Gebt euch bei dem Film. Ja, drauf ist ein verrückten Raumschiff, beziehungsweise Flugzeug. Yeah. Vor allem in dem Flugzeug, denn da gibt es auch Brüste. Der kleine Perversling. Naja. Zinnobener-Sturm. Ist das nicht der seltene? Naja, es geht. Es geht. Und ein bisschen Kuba gab's auch noch. Ja, 1500 Kuba. Ich habe hier noch 651. Weil ich nichts gemacht habe, ich weiß. Weil du wieder die meisten Verdoppler hast. Ja, und du hast einen Verdoppler drin. 18.000 Missionscredits, also. Ja. Ich habe nur 9, deswegen, naja. Gut. Auch Verdoppler. Gut. Okay, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn irgendwann wieder was mit Warframe sein wird. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt. Wahrscheinlich irgendeine Quest von Nidus wird wahrscheinlich dann kommen. Rülpsen. Oder Hemphis, oder wie hieß er nochmal? Helmis? Helmis, ja genau. Ja. Hemphis, Hemi, ne, wie hieß er nochmal? Warte mal, ich nehme mal einen Warframe mit Ziste. Oder einfach den üblichen, den Infested Warframe, der eh damit Nididos. Alles angefangen hat. Nicht eine Nidus, ja, weiß ich doch. Auf die Tür. Nididos. Ich sag, du bist mit Absicht falsch. Helmint. Geheimnis für den Meister. In den Meister. Das klingt irgendwie pervers. Wir kommen für dich. In dir. Nein! Aber du hast ja gesagt, ich soll die Ziste, die meinen Nidus am Hals hat, hier nicht ausdrücken lassen, ne? Ja, weil wenn, dann ist sie weg und dann kannst du nichts Tolles mehr damit machen. Wer weiß, ob wir damit auch irgendwas Tolles machen können. Ich habe ja so das Gefühl, du hast ja die Theorie geäußert, dass es vielleicht so sein muss, dass man die irgendwie sammeln muss und dann, wenn man eine bestimmte Menge zusammen hat, an die irgendwie infestet Zisteneiter oder so, dass dann irgendwas passiert. Oder so. Er wird dann Helm mitgeboren vielleicht aus den Gewuchere da neben der Tür. Oder was Ähnliches passiert, weiß man ja nicht. Muss man erstmal warten, bis dann das große Update dann kommt oder das kleine Update, je nachdem, wie es was sich da Digital Extremes da wieder gedacht hat. Oder wie lange sie daran gesessen haben. Bei Second Dream war es ja irgendwie ein Jahr. Oder zwei? Nee, ein Jahr, oder? Irgendwas was in Dreh. Was mich wieder dazu bringt, dass ich mal ein anderes Let's Play erwähnen will, dass ich auch wieder demnächst wieder starten möchte, ne? Ich war Eike. So nebenbei. Was denn? Asylum Arkham. Nicht wahr? Diesmal mit achtet er auf die Anzeigen. Ja. Drückt nicht wild jede Taste und haut auf die Gegner ein. Und verkrampft sich nicht am Joypad und beißt rein und flippt rum. Was mache ich denn hier falsch? Oh, Blocktaste. Ja, das Spiel, das man eigentlich nur mit der Blocktaste spielen müsste. Naja, nicht ganz. Aber zumindest meistens. Okay. Und der in jeder Folge, fast in jeder zweiten Folge Kedos erwähnt hat und immer wieder, wie nennt sich das? Ja, schweigende Momente. Verbales Clickbaiting, ne? Nee, Quatsch. So ähnlich. Das hat er auch immer gemacht. Wieder. Das hat er gemacht. Ach, das erinnert mich so an dahin. Ja. Das erinnert mich so an Kedos. Das habe ich bei Kedos gesehen. Das habe ich auch bei Kedos gesehen. Kedos hat das und das gesagt. Da hat Kedos den Gag gemacht. Ja, da hat er auch versagt, weil ich bin wie Kedos. Nein. Ich war eigentlich eher wie Saraza. Nur weniger schlecht, mit noch schlechteren Witzen. Wahrscheinlich. Okay. Und das Beste gibt's war. Gibt es Saraza überhaupt noch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Hat sich, glaube ich, mit Gronkh verkracht, weil Gronkh noch so halbwegs auf dem Boden geblieben ist. Ja, hat sich doch aufgeregt, weil doch die
Wer ist das, die Internetseite oder das sind die Leute, die da dieses Spielmagazin sagt, diesen Artikel doch da letztens veröffentlicht haben, nicht wahr? Warum Bibi Grog überholt und was das für YouTube bedeutet. Und was hat sie, was bedeutet das für YouTube? Nix. Also, das hat der Artikel gesagt. Nein, er war schlecht gelaunt, deswegen, weil er auch aufs Cover abgedruckt war mit so sein Gesicht auf Bibis Kopf. Und dann war er so, hey, wir wollen hier nicht so einen Clickbaiting-Scheiß machen und so. Ich will mich auf ihrer Internetseite Ach auch so, er vermissen, ist ja es der geht um Geschäftsführer, Spiele. stimmt ja. Ja, stimmt, er ist der Testführer, weil er kontrolliert nicht alles. Und dann, das ist ja von dieses Magazin oder so wird ja von Äußeren gemacht oder von Dritten, die ja halt da nur drin mitarbeiten. Und da gab es doch da diesen kleinen Biff. Weiß doch, hat er auch Herr Nachrichtenzeit gemacht, ein Video drüber gemacht. Naja, demnächst wird es auf jeden Fall ziemlich ernst werden für einige YouTuber. Aber Einige er YouTuber in werden Real möglicherweise jetzt werden? endlich ins Gefängnis kommen. Naja, Gefängnis möglicherweise. Andere YouTuber, die wie ein Zumindest werden sie bestimmtes, ein. die ein bestimmtes gebackenes Gebäck heißen, werden wahrscheinlich bald große Probleme bekommen, weil sie nicht mehr mit Daddys Anwalt zu, weil sie nicht mehr mit Daddys Anwalt zum Gericht gehen können und sich raus, der sie rausredet. Weil das ist mittlerweile auch bekannt oder bekannt geworden, dass der gute Herr sozusagen seine ganzen, das mit dem Anzeigen nicht so ernst nimmt, weil er einen recht guten, gut bezahlten Anwalt von seinen Eltern hat, der ihn sozusagen ganz leicht aus vielen Situationen rausboxen kann. Bis auf diese Geschichte mit dem Rufmord da. Da ist der Typ, der das, dieser komische Typ, den er da, der den Typen da verklagt hat. Was war das? Der ist ein bisschen der ist in die dritte Instanz gegangen oder so. Auf jeden Fall ist der sehr recht weit gegangen, sodass er da nicht Aber rausgeboxt werden konnte. Da musste der ein Schmerzensgeld zahlen. da muss aber Geld Wo dann gehabt haben. sozusagen der Anwalt da nicht mehr, wo der Anwalt da nicht mehr. Ja, der Typ hatte auch Geld. Und hatte dann auch einen guten Anwalt. Beziehungsweise der hatte Geld, um sich das leisten zu können, da in die höchste, hohe Instanz zu gehen. Er hat also nicht mit der einen aufgehört, so von wegen, kommen Sie jetzt, das kostet nur Geld, beruhigen Sie sich, ich. Der Junge, seine Eltern haben viel Geld, die können mich bezahlen. Wir können das lange fortführen. Das wird ein monatelanger Prozess werden. Das kostet, geht sehr ins Geld für sie und für so eine Lappalie. Das wollen sie doch sicherlich nicht, oder? Ah ja, na gut, dann egal, zieh ich die Anzeige zurück. Yay, Ja. wieder Gerichts ohne Verhandlung rausgekommen. Yeah, ich bin unantastbar. Ja, Gerichte sind leider nicht so wie im Fernsehen, dass da mal eine Verhandlung und fertig ist. Ja, Sieht man ja was an dieser Redefreiheit, NSU-Geschichte als Beispiel, nicht wahr? was diese Redefreiheit angeht, bin ich, was denke ich, wenn ich oh, die Frau sehe, dann sehe ich diesen dicken Mann von South Park. Cartman Dieser als Typ, alt? nein, Nee. dieser dicke Mann mit der Gehtolle. Ich stehe über dem Gesetz! Ach Hörst ja, du? dieser jugendliche Leichtsinn. Jugendliche Leichtsinn. Ja. Er ist einfach nur, er ist einfach ein Misanthrop. Aber man muss eins sagen, er ist harmlos. Er erzählt, er tut so, als würde er eine gegenteilige Meinung haben, dabei hat er die absolute Standardmeinung, die jeder hat. Man denkt, er ist jemand, der alternativ und anders denkt, tut er aber nicht. Er ist beinahe widerlich normal. Also wirklich, er hat gar keine Opposition. Er sagt irgendwas von wegen, ja, Feminismus ist voll, dieser Feminismus von denen ist voll scheiße, aber wir brauchen Feminismus. Das ist Ah, eine Relativierung. ja, er wiederholt sich leider auch ein bisschen oft in dem Video, nicht wahr? Nein, er wiederholt das auch. Aber er sagt halt in einem Atemzug, das ist scheiße, aber Feminismus brauchen wir. Als Beispiel. Das ist halt eine Relativierung. Das sorgt halt dafür, dass er sich, dass er seine Argumentation keinen Schwachpunkt liefert. Standpunkt. Schwachpunkt. Ein Schwachpunkt. Ja, weil er dann sagt, ja, aber ich habe doch gesagt, dass wir den brauchen. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir gar keinen brauchen. Ich habe hier nur die eine Person kritisiert. Na gut. Naja, jetzt werden wir erstmal warten. Also nicht warten hier, so im Sinne von, wir sitzen jetzt hier den ganzen Tag hier rum und warten darauf, dass was passiert. Ja. Nein, wir sitzen jetzt erstmal Ja. rum, Aber der Witz spielen ist, normalen bei Warframe dem, weiter. Thema, ja genau, bei dem Thema Beleidigung, bevor wir jetzt in die, wir sind ja schon bei den 30 Minuten, sehr Aha. gut. Wenn wir jetzt, weil wir benutzen ja YouTube zum Ranten, Warframe zum Ranten. Na, Renten. Du, 20 Sekunden eigentlich, so eine halbe Stunde. Los, mach hin. Zack. Cool. Wenn wir sozusagen. Egal. Nee, ist nicht wichtig. Nee, ich wollte nur sagen, wenn wir. Wenn die Leute. Wer ja. Wenn, Wenn er wenn? mit der.
Ich komme gleich auf den Punkt. Okay, ich weiß Wenn so er mit lange. dem Thema Beleidigung kommt oder auf das Thema Beleidigung kommt und sagt, ja, aber wenn einer ins Internet kommt und der irgendwie anders ist, dann muss der damit rechnen, beleidigt zu werden. Das ist ja die freie Meinungsäußerung. Das ist ja nicht beleidigend gemeint, das ist ja ein Fakt. Das heißt also, einen Einäugigen kann man ein Auge nennen. Oder was weiß ich, einen Einbeinigen kann man Krüppel nennen. Oder einen Behinderten darf man Krüppel nennen, weil er ist ja ein Krüppel. Das ist ja so. Aber Krüppel ist ja eine herablassende und beleidigende Bezeichnung. Genauso wie einen Dicken fett zu nennen. Dann sagt man, der ist dick. Das ist einfach normale Umgangssprache. Wenn man fett sagt, meint man das beleidigend und verletzend. Das ist einfach so. Das ist normale Umgangssprache. Da kann auch kein Anwalt was gegen machen. Von wegen, ja, das ist aber so und so, das ist so. Nein, das ist keine allgemeine Umgangssprache. Höchstens bei asozialen Pissern, die sozusagen keine Kultur haben und keine, wie nennt sich das? Contenance, kann man sagen. Ich liebe das französische Wort. Dabei magst du gar nicht Französisch. Aber Okay. in dem Fall ist es mal, man sollte vielleicht mal aufhören, immer mit den Beleidigungen um sich zu schmeißen, wenn man so ein verfickter, hässlicher Drecksbastard ist. Seht ihr? Das ist ziemlich mies, oder? Ich habe niemanden bezeichnet, ich habe auch ihn nicht gemeint. Ich habe einfach nur so diese Beleidigungen gesagt. Hab das einfach so in den Raum geworfen ist. Hab keinen angesprochen. Aber trotzdem fühlt man sich doch irgendwie angesprochen oder setzt das sofort mit einem im Kontext. Und denkt dann, ja, der hat mich beleidigt, aber habe ich gar nicht. Beleidigungen sind also etwas, was man nicht sagen darf, was man nicht machen darf. Vielleicht mal sowas wie blöder Hund oder Doofkopf oder Blödi. Das ist harmlos, das sind Verniedlichungen. Das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn man dann wirklich mit verfickter Bastard kommt, dann sollte man. Sich mal zurücknehmen. Ja, Mach mal weil. ein bisschen Selbstreflexion. Weil ich sag's mal so, einige Leute sind vielleicht dann nicht mehr so. Ja, die Polizei kann auch nicht den ganzen Tag vor deiner Haustür stehen und du musst doch irgendwann essen, also einkaufen gehen oder rausgehen. Und irgendwann triffst du vielleicht mal auf irgend so einen Psycho, der mal wirklich so, was weiß ich, kurz mal nach Braunschweig fährt und die mal richtig schön die Fresse poliert. Und wenn du dann noch ein Video machst, wie ich lass mich sofort nicht nehmen, weil er dir die Zähne rausgehauen hat, dann kommt er noch mal. Und selbst wenn sie ihn schnappen, der haut dir den Kiefer kaputt. Und dann sitzt du da. Und dann fragt man dich, kann man dich nur fragen, jetzt hast du deinen Kiefer zertrümmert. Du kannst nie wieder richtig sprechen. War es das wert? War es das wirklich wert, diese 15 Minuten Berühmtheit? War es das wirklich wert? Und dann kannst du nicht mal sagen, ja oder nein. Du kannst nur sagen, wuh, wirklich toll. Man sagt immer, man bekommt das, was man verdient. Und wenn man immer sich wie ein und wenn man sich wie ein böser Mensch verhält, obwohl man gar nicht böse ist, sondern normal und gewöhnlich, dann bekommt man irgendwann die Strafe für einen bösen Menschen. Ich rede nicht von Schicksal, ich rede nicht von irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten oder höheren Gottheiten, das ist völliger Bullshit. Ich rede davon, dass man irgendwann trifft man auf den Falschen. Irgendwann begegnet man dem, ob man dem digital oder in der Realität begegnet. Irgendwann begegnet man dem Falschen. Und der haut einem dann die Fresse ein für das, was man ihm an den Kopf wirft. Weil der sich einfach nicht beherrschen kann. Und deswegen sollte man sich in einer gewissen Weise immer zurückhalten. Man sollte sich seiner nicht zu sicher sein. Na, pass auf, und jetzt. Und jetzt habe ich das gesagt und nächste Woche wird KuchenTV richtig windelweich geschlagen und dann kriegt man gleich so, ja, der hat sowas gesagt, der hat Andeutung gemacht, der war das. Du hast es beschworen, genau. Ja, genau, oder ich habe es prophezeit. Nee, aber so, alle wissen, wo der Kerl wohnt, also. Und er hat sich mit dem Drachengame angelegt, also mit den Drachen-Hatern. Die sind ja auch manchmal, einige von denen sind ja richtig extrem. Da möchte ich mich zurückhalten. Deswegen nicht mehr weiter auf eingehen. Ja, Okay. man darf ja erwähnen, dass die eben so, dass da wirklich Leute sind, die einen nackt machen und so. Das ist ja bekannt. Deswegen, man spricht eine Warnung aus. Ich meine, Gundolding hat es ja auch gemacht. Der hat ja Kuchen auch gesagt. Ja, hier, pass auf. Du weißt, dass da Nacktmacher in unserer Community sind, die scheißen auf Privatsphäre. Und ja, sowas gibt es. Und deswegen sollte man sich in solchen Fällen wirklich zurückhalten. Am Ende sitzt er dann da und auf einmal sind da ganz viele Leute vor seiner Haustür.
Oder ein, zwei Leute vor seiner Haustür und warten auf ihn. Und egal wie schnell er, weil er ja meint, dass er schnell rennen kann, egal wie schnell er rennen kann, irgendwann erwischen sie ihn. Und dann, oder sie folgen ihm am Auto. Und dann, ja, Cisco Yeno, das ist denen dann egal. Die sind ja durch die Anonymität des Internets geschützt, weil so fällt das dann nicht auf. Ja, so fällt das nicht auf. Eike, willst du ja Hashtag Neuland oder was? Von wegen des Internet. Im Internet gibt's sowas nicht. Da kann man Dickpics schicken, das gibt's nicht. Man kann das nicht. Ja, genau. Nein, ich meinte das gerade, dass die nicht erwischt werden. Die hauen dem die Zähne raus und dann sind sie weg. Man wird nie erfahren, wer das war. Man wird die niemals schnappen. Ja. Und außerdem sind das... Den Feuerwehr-UFO-Typ hat man geschnappt, ich war, aber der hat noch ein bisschen mehr gemacht. Ja, der hat noch ein bisschen mehr gemacht. Ja, ja, ein paar andere krumme Sachen. Ich schick dir mal das dahin und dies denn. Na gut, da gibt's ja diese Doku von Funk. Da war es ja gezeigt. Naja, anyways. Okay, machen wir Schluss. Wenn ihr Warframe spielen wollt, spielt Warframe. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn dann wahrscheinlich dann das große Quest kommt mit Helmets, beziehungsweise den Nido, was der Nidus dann eigentlich noch machen kann. Ja. Der irgendwie eine merkwürdige Beule da unten hat. Das ist irgendwie ein bisschen falsch designt. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja. Gott, wir sehen das dann. Auf was wir man sehen so achtet. Dann demnächst. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Ding. Wir sehen uns spätestens, dann gibt's dann Tentakel-Action. Also jetzt richtig. Von Nidos. Wir sehen uns spätestens, wenn einige bekannte Prank-YouTuber ins Gefängnis kommen, weil sie Zwölfjährige missbraucht haben. Na, das wollen wir erstmal mal abwarten, ne? Und nicht in den Raum werfen, nicht wahr? Vielleicht wir warten es ab, aber ich freue mich so drauf, wenn die verurteilt werden. Yay! Ja, und wenn sie nicht gerade in den Knast landen, dann haben sie zumindest Portfolio-mäßig oder... Wie heißt das Wort, was ich suche? Im Portfolio steht dann, dass sie Päderasten sind. Fertig. Ja, und dann ist das da ja quasi gesellschaftlicher Selbstmord. Nee, Quatsch, kann man das nennen? Du weißt, was ich meine. Gesellschaftliche Ächtung, geht schon. Genau, und dann werden dann auch nur ein paar Hardcore-Kernfans dann auch sagen, aber ich sei doch apparat. Oder so. Aber der weißt, hast du den Namen gesagt? Ich habe den Namen nicht gesagt. Ich habe den verstellt. Du hast gerade... Im letzten Video habe ich das auch den Namen gesagt. Ja, gut. Okay, ja. Ja, wir sind da echt gehässig, aber... Hast du auch schon gesagt. Okay, warten wir erstmal. Man muss sich die Persönlichkeit von dem ansehen. Wenn man so ein schäbiger Verbrecher ist, ich meine, ihr geht ja auch nicht auf die Straße und sagt, ja, es ist einfach mit was weiß ich, Gras oder Crack Geld zu verdienen, verkaufe ich mal Crack. Nur weil die Leute etwas wollen, heißt das nicht, dass man es ihnen geben muss. Viele Leute wollen auch rauchen, sollen sie deswegen rauchen? Viele Leute wollen auch viel Alkohol trinken, sollten sie deswegen viel Alkohol trinken? Nein, gerade im Maße macht es etwas aus. Im Maßen ist es immer gut genossen. Auch Komödie sollte man nicht in Übermaß genießen. Fernsehen genauso wenig. Man sollte immer eine gesunde Mischung finden. Und das ist jetzt etwas Moralisches. Man soll nicht den ganzen Tag verfickte Unterschichten-YouTuber gucken. Verdammte Scheiße. Guck doch nicht 30 von diesen verfickten Bastarden, die absolut nichts geschissen haben und ihren Ruhm einfach nur deswegen haben, weil sie selber keinerlei ihrer Würde besitzen. Sich in allen möglichen Dreck baden. Wenn ein Video mit in 10 Kilo Hundescheiße baden, wenn das viele Views hat, ich würde einen Hunderter drauf wetten, dass einer von diesen dämlichen deutschen YouTubern das auch machen würde. Da würde sich vorher wahrscheinlich vorher noch einen Kaucheranzug anziehen. Ja, natürlich. Ja. Oder er würde den Haufen von der Straße. Oder würde das faken, indem er irgendwie so Spaßhundekot nimmt oder die man aus dem Funshop kennt. Oder, ja, das, oder Nutella. Das wäre ja sogar noch. Das hat man ja auch gemacht. Mit Fake-Kacke wäre das ja auch schon. Das würde ja gehen. Das würde so einen leichten Ekelfaktor haben, aber jeder würde wissen, ja, das ist nur Fake-Kacke. Das ist genauso wie ein Film, wo die dann irgendwelche Scheiße ins Gesicht geschmiert bekommen. Man weiß, dass es nicht echt ist, aber man findet es in einer gewissen Weise eklig und unterhaltsam. Idiocracy. Idiocracy, genau. Okay. Das ist ein gutes Endschlusswort. Okay. Also Leute, jetzt aber war Schluss hier. Yay! Ja. Tschüss. Dann sehen wir uns dann in der Helmeth-Quest oder Nidus-Quest. Helmeth-Quest? Nidus hat damit nichts zu tun. Nidus war in der letzten Quest. The Glass Gambit, das war die Nidus-Quest. Ja, der war die Belohnung am Ende. Ja, das ist aber die Nidus-Quest. Man sagt auch die Mirage-Quest, obwohl es versteckte Nachrichten heißt. Man nennt es auch der Yordas-Golem, obwohl es die Atlas-Quest ist.
Also, weißt du doch. Okay. Oder die Chroma-Quest für das neue Fremde. Der neue Fremde. Das ja, so kann man's neue auch Fremde. So kann man es auch bezeichnen. Ja. Okay, also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.